Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Fichtal. Natürlich, nicht auf der Hofberg, Mann. Wenn es ein bisschen so aussieht. Ja, wir haben Mai und ich habe aktuell keine Aufträge, deshalb dachte ich mir, ich gehe mal die Höfe besuchen. Mal schauen, ob da irgendwas, ob man die irgendwie unterstützen kann oder was da so läuft an den Höfen. Mal schauen, ne? So, oh, da müssen wir aufpassen. Stellen wir uns unser Auto hin. Alles ein bisschen eng hier, ne? Komm, wir fahren einfach mit dem Auto. Ich bin zu faul. Aha, aha, aha. Schön. Schaut mal, wie die Felder gedeihen hier. Aber aufpassen, dass man nirgendwo reinfahren. Oh. Schaut euch mal die süßen Kühe hier an. Da halten wir doch mal ganz kurz an. Schön. Ja, mit den alten Reifen hier. Schön. Ja. Ihr seht, ich habe immer noch ein bisschen das Grafikproblem. Keine Ahnung, an was das liegt. Echt. Das ist, ich hab's auch effektiv nur auf dieser Karte. Aber, ja. Wir kommen damit aus. Bald Black Friday. Vielleicht haben wir Glück. Erhaschen ein gutes Angebot. So, es sind keiner hier am Hof. Dann ist das Auto mal hier vorne hin. Drüben fährt einer. Und andere Seite. So, hier steht der Drescher. Wir stellen das Auto mal hier hin. Hier steht schon mal ein Trecker. Milch kann. Ah, hier hat es ja noch mehr Kühe. Mensch, Mensch, Mensch. Hallo! Was? Ein Renault Ares. Ah. Da kommt ja wer. Hau an. Toni! Hi, Rudi. Ach! Was hast denn du hier für ein geiles Teil? Von Ford. Ja? F150? 350. 350? Natürlich. Ja. Wenn man es hat, hat man es. Ja, wir müssen ja ab und zu auch ein bisschen was ziehen damit, ne? Mhm. Maximal 3,5 Tonnen, gell? Oder hast du... Lass mal das mal so stehen. ja, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Super, super. Warte, gerade... Schalt den schnell aus. Ja. Der Umwelt zuliebe? Natürlich, natürlich. Ich war gerade in der Gegend, dachte mir, ich komme mal so ein bisschen auf Hofbesuch. Ja, cool. Schön, bist du da. Ja, schöne Kühe hast du. Gell? Ja? Sind alle auch super gesund. Machst du Bio? Der Mädon war auch schon da, hat alles kontrolliert. Ah, okay. Ah, der ist ja auch Tierarzt, ne? Ja, genau. Ah, ja, ja, ja. Alle kerngesund, aber jetzt kommt dann noch demnächst ein Bulle rein. Oh. Mhm. Okay, dann geht's richtig zur Sache da, ne? Ja, ja, muss, ja. Muss. Ja, wieder halt er so die Kühe, ne? Lass ich mal so stehen, gell? Ja, lass mal das mal so stehen. Genau. Oh. Nee, läuft gut, oh. Läuft wo kam gut, jetzt die Stimme her? Ah, ich bin im Funk drin, im Hoffunk. Okay. Ach, du hast hier ein Funkgerät an der Tasche. Ach so. Mhm. Genau. Ach so. Ja, nee, ich dachte mir einfach, ich gehe mal ein bisschen die Höfe besuchen. Mal schauen, was hier so läuft. Ich habe mir sogar neuerdings ein Rasenmäher bestellt. Oh.
Ja, da habe ich was gehört, war ich ja vorhin am Händler. Ja, genau. Ja. Hab einen Rasenmäher bestellt, muss da, schau mal hier. Ach so, für die kleinen Flächen hier. Genau, da muss alles weg da. Ja, da kannst du ja dann dein Durchfahrtssilo füllen damit. Ja, ich schwör. Passt alles rein. Ja, genau. Ja, musst du aufpassen, dass nicht zu viel wird. Ja. Ich habe 2 Felder mit Mais angesät. Das wird sportlich zum den füllen. Ja, krieg mal hin. Hast ja schon einen guten Anfang gemacht hier. Ja, ja. 1600 Liter. Ja, aber schon gut verdichtet schon. Das passt. Ja, da einmal drauf trampt und dann ist das schon verdichtet. Ja, genau. Komm, ich stampf auch noch ein bisschen drauf rum. Ja. Genau. Nee, wir haben ja, du weißt ja, wir haben ja noch Schweine, haben wir auch noch. Ach, der alte Schweinehof da in dem Waldstück im Fluss? Ja, genau. Ach, das gehört auch euch? Ja, dort haben wir auch circa 4-25 Schweine drin. Ah, cool. Ja. Das ist schön. Die haben wir dieses Jahr dazu gekriegt und jetzt sind wir da fleißig dran, dass wir da Nachwuchs kriegen. Ja, aber und lass das die Schweine dann machen, ne? Ja, ja. Ja, ja, aber dass wir die Älteren, sobald denn die Jungtiere schon im Teenageralter sind, die Älteren schlachten können und feine Koteletts machen können. Oh. Ja, ja. Ja, ruf mich an, wenn es soweit ist. Mach ich. Da mal was anderes sagen. Da ist schon was geplant. Aber anscheinend will da Klaus auch noch etwas mit beisteuern und mit produzieren. Keine Ahnung. Okay. Irgendetwas mit einer Fleischerei, genau. Ja, oh, interessant. Ja, und wir wollen ja dann eigentlich auch eventuell noch einen kleinen zweiten Kuhstall machen, nur für Mastrinder. Ah, oh, so richtig ins Kuhgeschäft einsteigen, ja? Also ins Kotelett-Geschäft. Spare Ribs und... Ach, genau. Ich krieg gleich Hunger. Genau, aber Das geht alles noch. Das wird wahrscheinlich Ende nächstes Jahr dann passieren. Ja. Okay. Genau. Ja, bin gespannt. Bei dir läuft alles? Du hast wahrscheinlich, jetzt ist Mai, nicht mehr so viel zu tun? Nö, ist ruhig. Wird aber wahrscheinlich demnächst in die Erntezeit kommen. Ja, das auf jeden Fall. Juni, Juli, August. Aber jetzt mal eben ein bisschen die Gemeinde besuchen, mal mit den Leuten quatschen, was so ansteht. Jo. Wollte ich auch noch machen, bis sobald die alle Tiere dann versorgt sind. Ja klar, Tiere gehen vor, ne? Genau. Ja, dann danke für die... Tschüss. für die kleine Infotour hier. Ja, schön hast du mich besucht. Schöner alter Hof hast du auf jeden Fall. Gefällt mir echt gut. Ja. Ich wollte noch etwas umbauen. Ah, echt? Ja, ja, schau, ich zeig dir mal schön. Also ich wollte die Halle links und die Halle rechts hier. Mhm. Die wollte ich mal abreißen und eine Halle draus machen eigentlich. Ah, okay, dass die Durchfahrt hier weg ist. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen aufmodernisieren. Ja. Genau. Und dann kommt dann noch eine Halle wahrscheinlich mit einer Produktion. Aber eben, ist ein großes Fragezeichen davor. Ja. Auf Parzelle. Sage ich dir gerade, Parzelle 5. Das ist gerade bei uns, wenn du da den Hof verlässt. Ah, da wo früher der Kuhstall stand. Genau. Der große, ja. Okay. Genau, da kommt noch eine Maschinenhalle hin. Ja, cool. Genau. Ja, nice. Ja? Dann, was hat denn hier noch stehen? Ach so. Tiefenlockerer. Ja, genau. Komischerweise muss ich den an die Wand machen, sonst kippt er die ganze Zeit um. Ja. Verstehe. Aber da geht's gut, da steht er gut. Aber kannst du vor einen Gruber spannen, ne? Müsste aber den Gruber auch noch kaufen. Den habe ich noch nicht. Ja, weil dann steht er auch besser. Ja, klar.
Sehr gut, ja. Toni. Dann danke ich dir für die Führung. Ja, bitte gerne. Und schön, dass du hier warst. Ja. Bist immer wieder gerne eingeladen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann, ja, bis bald, würde ich sagen. Ja, bis bald. Im Sommer grillen wir dann bei dir, gell? Bei mir? Ja, ja. So klar, können wir machen. Ich habe gehört, du hast einen schönen Garten. Ja, habe ich, ja. Ja, Giovanni schon weiß. Ja. Wer ist Giovanni? Wo ist er? Na gut. Dann dir noch einen schönen schönen Tag. Gleich fast, ja. Ne? Bis bald. Tschüss. Tschüss, Rudi. Ciao, ciao. Du kannst gleich hier durchlaufen, dann bist du gerade bei deinem Truck. Ah, super. Perfekt. Danke. Bestens. Tschüss. So. Das ist ein bisschen eine Quatschrunde. Das ist, darf auch mal sein, ne? So. Muss ich jetzt hier durchfahren? Hier. Rechts durch? Ich glaube. Rechts und dann wieder links, ne? Sau eng hier. Ja, genau. Rechts und dann bin ich schon wieder auf der Straße. Na gut. Super duper. So. Dann fahren wir doch gleich noch bei der Smith Ranch vorbei. Schauen, ob da jemand anzutreffen ist. Und ja. Ich fahre mal dahin und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ja, bis gleich. So, Leute, da sind wir am Smith Ranch angekommen und es scheint, als wäre niemand da. Außer der Hund. Hat er noch einen Namen? Nö. Ach. Boah. Ein bisschen unscharf, ne? Super. So, dann ruft man die doch einfach mal an, ob die in der Gegend sind. Hallo, Smith im Apparat. Herr Smith, Krause hier. Ja, schönen guten Nachmittag, Herr Krause. Was kann ich für Sie tun? Es ist 8 Uhr morgens. Guten Morgen. Dann ist meine Uhr wieder mal stehen geblieben. Ja, ich merke schon. Guten Morgen, Herr Smith. Guten Morgen. Ja, Sie sind nicht per Zufall am Hof? Nein, ich bin auf der Wiese mähen. Ah, okay. Ja, ich habe gerade ein bisschen wenig zu tun. Dachte, ich mache mal eine kleine Hoftour. Aber anscheinend so, als ist bei Ihnen niemand am Hof, ne? Nee, der Herr Flecken ist unterwegs und striegelt unsere Felder. Ach so. Ich ja. Bin gerade am Grasmähen. Ach schön. Eine riesen Antenne haben Sie hier. Haben Sie da nicht Angst wegen der Strahlung? Nö. Die ist nur für unsere Betriebsfunkgeräte. Okay. Jetzt habe ich auch eine kleinere getan. Da unsere Felder relativ weit hier im Fichttal verstreut sind, braucht man schon ein bisschen eine größere Antenne. Ja, okay. Na, verstehe ich natürlich. Wenn ich Sie gerade zum Apparat habe, Sie haben ja hier das Heizkraftwerk, ne? Ja. Wie sind Sie damit zufrieden? Letzter Zeit wirft es ein bisschen mehr Geld ab. Mhm. Aber ja. Es hat sich, glaube ich, noch nicht bezahlt gemacht. Okay. Wird erst mit den Jahren wahrscheinlich passieren. Ja, logisch. Das muss man ja immer über ein paar Jahre abschreiben. Ne? Ist da so die Wärmegewinnung zum Heizen? Ja, wir speisen das ins örtliche Netz ein, also selbst haben wir nicht so viel davon. Also nutzen Sie die Wärme nicht zum selber heizen? Ja, nur fürs Einfamilienhaus. Okay. Ja, braucht man ja nicht so viel, wir sind ja meistens unterwegs. Ja klar.
am Abend nimmt man halt eine was dickere Decke und dann ja, braucht man dann nicht unbedingt 22 Grad. Wie früher, ne? Wie früher, wir sind halt von der alten Schule. 15 bis 18 Grad in der Nacht reicht. Das reicht, genau. Ja gut, dann möchte ich Sie nicht länger stören. Darf ich mich noch ein bisschen auf dem Hof umsehen? Können Sie sich gerne umsehen. Ich bin mit dem Mähen fertig. Ich würde dann sowieso raufkommen, weil ich brauche den Ladewagen. Na gut, dann werde ich kurz hier warten. Okay, dann bis gleich. Ja, dann bis gleich. Ciao. Tschüss. So, ja, dann warten wir doch kurz hier, bis der Herr Smith kommt. Ich glaube, der ist hier. Ist ja nicht so weit, ne? Na gut, dann nochmal. Bis gleich. So viele Katzen hat was das hält, ne? So, und weiter geht's. Nee, um Gottes Willen. Also Sie hören sich aber nicht so gesund an. Nee, ich habe mich gerade verschluckt. Alles gut. Der Grund meines Anrufs, Herr Smith, einer meiner Kollegen war bei Ihnen gerade, der Klaus. Der hat irgendwie Büsche entfernt, in Auftrag von Herrn Flecken. Ja, beim Herrn Flecken oben am Feld, ja, genau. Der Kollege meinte, er hat ca. eine halbe Stunde, eine halbe Stunde gebraucht. Ich würde dafür 250 Euro berechnen wollen. Ja. Soll ich Ihnen dafür eine Rechnung schreiben? Oder? Können Sie eine Rechnung durchschicken, ja. Alles klar, mache ich fertig. Sehr gut. Und sonst? Wie sieht's denn aus mit Hackschnitzeln bei Ihnen? Brauchen Sie wieder was? Hätte Platz, ja. Wenn der Preis momentan gut ist. Ich kann Ihnen... Warten Sie mal, ich bin gerade im Wald angekommen. Ich gucke mal, wie viel im LKW gerade drin ist. Beziehungsweise im Aufleger. Nein, Moment. Also ich habe hier gerade 40.000, also 40 Kubik, habe ich hier gerade da, direkt drinne, ganz frisch aus dem Wald. Okay. Wie viel wollen Sie denn haben? Tja, was wollen Sie haben für die 40.000? Also ich habe noch 145.000 im Lager. Ja, 100.000 bringe ich rein. 100.000 Liter, also ja. 100 Kubik. Nehmen Sie mir 5.000. Inklusive Lieferung? Ja, machen wir mit Lieferung. Ist okay, nehmen wir. Ja. Könnten Sie schon was zum Durchsatz sagen? Vom Verdienst her meinen Sie, oder? Ja, oder vom Verbrauch? Ja. Ja, das glaube ich, geht sich aus. Wir verfeuern zwar auch unser Stroh, aber ja. Ja, es soll ja demnächst dafür noch ein kleines modifiziertes Update geben, dass da ein bisschen mehr und ein bisschen ja schneller verbrennt. Und dann gucken wir mal, was dann durchgeht. Weil letzten Endes ist es für uns beide bei der Menge, ja, ich sag's mal, Linde sagt, ein Minusgeschäft. Aber passt schon, alles gut. Also bringe ich Ihnen jetzt 100.000, also 100 Kubik vorbei. Ja, Sie machen. Zugangscode wissen Sie ja noch. Zugangscode müsste ich noch haben. Können Sie einfach reinladen und ich sehe es eh auf der Handy-App. Genau, das gefüllt wurde. Ja, dann machen wir's. Okay. Alles klar, Herr Smith. Besten Dank, Herr Kumpen. Schön, danke die auch. Geschäfte zu machen. Jo, danke gleichfalls. Gut. Schönen Tag noch. Ciao. Jo, ciao. So, der Herr Krause ist auch da. Herr Smith. Grüß Sie, Herr Krause. Guten Tag. Ja, schön, treffe ich Sie auch noch an. Ja, schön. Schöner Tag, schöner Monat. Ja, schönes Wetter. Alles wunderbar, schönes Auto haben Sie. Ja, vielen Dank. Ja, den habe ich mir auch schon mal angesehen beim Maschinenhändler, aber der wollte ihn nicht rausrücken. Wollte er nicht rausrücken? Nee, der sagte, das ist eine Sonderedition oder irgend sowas und... Okay. Wollte er nicht hergeben, der Herr Thaler. Ich glaube, das war der, oder? Na gut, das so kann ähnlich. Ich so nicht sagen, ne? War ja nicht dabei.
Was kann ich für Sie tun, Herr Krause? Ah, ich bin nur ein bisschen auf Hoftour. Mal so ein bisschen schauen, was so die Höfe machen. Ja, was macht die Arbeit? Genug? Auslastung? Aktuell überhaupt nicht, ne? Keine. Deshalb habe ich ja Zeit. Das ist schlecht. Ja. Wenn der Chef von Melu Zeit hat, das ist schlecht. Ja, so kleine Arbeiten am Hof sind immer zu machen, aber ja, man muss hier sich auch mal ein bisschen um die Kunden kümmern. Ja, natürlich, gehört dazu. Kundenkontakt aufbauen. Oh. Ja, aber schön haben sie es hier. Ja, hat ja einiges gekostet. Ja, 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 ich weiß noch, der alte Hof, da. Ja, der war ja schon auffällig und eher Ruine als Hof. Der hat die Firma Misserfolg abgerissen und hier die ganzen neuen Hallen hingestellt. Ja. Hat ein kleines Vermögen gekostet, aber. Okay, okay. Schön langsam kommt wieder Geld in die Kasse. Ja, das ist doch super. Ja. Wissen Sie was? Wir arbeiten jetzt ja doch schon eine Zeit lang zusammen. Ne? Ja, natürlich, immer gern. Ich bin jetzt mal so frech und würde Ihnen einfach mal das Du anbieten. Das finde ich nett von Ihnen, Herr Krause. Ja, ich bin der Rudi. Ich werde es mir überlegen. Ja, sonst, ich bin der Rudi, ne? Ich bin der Herr Smith. Okay, gut. Aber für Sie auch gerne John. Ah, das ist aber nett von Ihnen. Das freut mich, John. Naja, wie sieht's sonst aus bei Ihnen? Ich habe gehört, Sie haben einige Mitarbeiter dazu bekommen. Ja, die sind jetzt heute alle unterwegs. Also extern. Einer ist abhanden gekommen, oder? Der ist momentan abtrünnig, ja. Man weiß nicht so ganz genau, was mit dem ist. Unauffindbar. Ja. Aber ja, hat er sich nicht in irgendeiner Szene verloren. Keine Ahnung, vielleicht auch irgendeine Frauengeschichte oder so, man weiß es nicht. Der war doch nicht an Frauen interessiert, oder? Meinen Sie? Meinst du? Ich glaube. Also, so der genau hatte, weiß ich das nicht. Er hatte, glaube ich, andere Begierde, eher so mit Rauchen und so zu tun. Ach so. Meinst du, dass er da irgendwo in der Ecke liegt? Ja. Könnte sein, dass er sich auf einem Grasfeld verloren hat. Ach so, ja, wer weiß, wer weiß. Ja gut. Aber ansonsten laufen die Geschäfte, oder? Ja, 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 doch, doch. Kommt immer mal wieder ein bisschen was rein jetzt. Aktuell, halt die Felder sind bestellt, ne? Ein bisschen die ruhigere Jahreszeit. Zeit, dass wieder die Erntezeit kommt, dass sich hier ein bisschen was tut. Die kommt bald, die kommt schneller als Sie denken. Ja, immerhin haben wir schon Mai, also. Ja, ja. Die ersten Früchte werden bald wieder reif sein zum Ernten. Das ist so, das ist so. Ich glaube, nächstes Monat, glaube ich, geht schon los mit Gerste. Das könnte gut sein, ja. Wenn es nicht noch der Regen dazwischen kommt, dann müsste das so sein, ja. Dann, glaube ich, sieht das Wetter ja noch gut aus. Leichte Wolken am Himmel, aber. Ja. Das ist so. Wer kommt da? Ich habe keine Ahnung. Stell ab den Häfen. Ja, die ganze Luft. Aha. Moinsen. Ach, das ist nicht. Ah, der Herr Vakun. Ja, natürlich. Wo hast du Alex gelassen? Er ist auf den Feldern unterwegs und striegelt. Irgendwo im Norden, glaube ich, ist er momentan. Okay, fang dir mal an. Danke. Bitte. Die zwei immer haben. Ja. Kannst dir auch nicht sagen. Alex? Na gut, John. Aber ich lasse dich auch mal wieder springen. Ja? Ne? Ich muss schauen, dass ich meine Fahrsilos befülle. Genau. Mach du das und dann dir noch einen schönen Monat und bis bald, ne? Ebenfalls. Super. Viel Spaß bei der Arbeit. Danke, gleichfalls. Wir hören uns sicher. Jo. Ciao. Tschüss. Ui. Ui, 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 ui. Ich werde mich gleich am eigenen Hof wieder in den Hof. Warte mal. Ach, Leute. Ja, war doch erfolgreich. Wir haben den Toni besucht. Wir haben hier den John besucht. Und
dass du angeboten und gekriegt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. ja. Landhandel kennen wir ja schon. Vielleicht werden wir dann... Wir werden ja irgendwann mal noch eine kleine Forsttour machen. Ne, ich habe das immer wieder mal so vor. Mal ein bisschen bei den Leuten vorbeischauen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Dass man nicht die ganzen Monate verstreichen lässt, ohne was zu machen. Da habe ich was zu tun. So findet RP statt und ja, wird jetzt auch ein bisschen eine längere Folge. Ist okay. Denke ich mir. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mal ein bisschen eine andere Folge. Gehört auch dazu. Ja, immerhin ein RP-Projekt. Ja. Burg kennen wir auch schon da oben. Vom Weihnachtsmarkt. Ja. Dann hoffe ich, hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und würde mich auch sehr über einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.